Hallo und herzlich willkommen bei den Maltisch am Mittwoch Tutorials, den Mamtus. In dieser Videoserie zeige ich euch Bemalanleitungen, wie ihr eure Miniaturen mit relativ einfachen Schritten und auch ein paar kleinen Spielereien so verfeinern könnt, dass sie auf dem Spieltisch richtig gut aussehen. Es sind Techniken, die ich selbst auch einsetze, um meine eigenen Armeen zu bemalen und genau so auch aus der Praxis gegriffen. Sowohl einfache als auch etwas anspruchsvollere Techniken werden bei mir umgesetzt und Schritt für Schritt erklärt. Wenn ihr Bock habt auf so ein Tutorial, dann bleibt dran. Im Titel habt ihr ja gesehen, worum es heute geht, und ich würde sagen, das Tutorial gibt es direkt, wie immer, nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zum Mamtu. Heute bemalen wir gemäßigte, hübsche, naturelle Bases. Das sind diese Lichtungen oder Waldboden-Bases, die ich für meine Yandenelder im Projekt Der Fall von Fenleon nutze. Kleiner Disclaimer zum Anfang. Ihr seht hier unter dem Flock noch ein bisschen weißlich den Leim durchschimmern oder an anderen Stellen etwas glänzend. Das ist auch der Leim. Aufgrund der Aufnahmen ist er noch nicht hundertprozentig trocken und dieser restliche Schimmer, der noch da ist, wird hinterher wegnegiert, indem ich mit Mattlack übersprühe, was allerdings erst passiert, wenn ich das Modell aufklebe, wenn das fertig ist. In dem Fall ist es ein Base für einen Phantomdruiden, der dann ungefähr so auf das Base gestiftet werden soll. Und wenn ihr wissen wollt, wie ich zu diesem Ergebnis gekommen bin, dann würde ich sagen, bleibt dran. Wir bauen, bemalen und beflocken heute dieses Base. Die Farben: Steel Legion Drab, Rakath Flesh, Karak Stone, Ushabti Bone, Sterland Mud, Agrax Earth Shade Soft Tone, 50-50 Mix aus Lamien Medium mit Agrax Earthshade, Earthonian Camo Shade, Storm Vermin Fur, Ashen Grey und Dawnstone, Administratum Grey, Palette Witchflesh, Dryad Bark, Doombull Brown, Tusk Gore Fur, Reikland Flash Shade. Zum Bauen der Base benutze ich Korkfliesen, gebrochene Korkfliesen aus dem Baumarkt, Sekundenkleber, Bastelleim, Spring Undergrowth und Dirt Flock Foundation von Gale Force 9 und Grastafts von unterschiedlichen Herstellern in einem gelblich-grünlichen Farbton. Bastelmaterialien sind eine Zange, ein Messer, Plastikkleber zusätzlich noch, eine Pinzette und diverse Pinselgrößen. Und wir beginnen am Anfang. Doch bevor wir das Base bemalen können, müssen wir es erstmal bauen und vorbereiten. Ich habe hier ein 40 mm Rundbase, einen Pilz, der stammt von Kromlech. Ich habe hier ein Stück von einem Citadel bzw. Games Workshop Baum aus dem Waldbausatz. Das ist eigentlich ein Ast, den nehme ich mir hier als Wurzel. Ich habe das Modell, was hinterher drauf kommen soll. Das ist ein Wraithblade. Und was ich noch benötige, ich habe hier mal so ein gebrochenes Stück. Das ist eine Korkfliese, die gibt es im Baumarkt. Die kann man sich dafür wenig Geld ersteigern. Das ist ein ganzes Paket, ich glaube, da haben 20 Fliesen drin. Und die haben eine angemessene Stärke, lasst mich nicht lügen. 2 mm, 3 mm, irgendwas um den Dreh gibt es die alle immer. Und die kann man wunderbar für die Base-Gestaltung nutzen, da man sie zum einen gut brechen kann und zum anderen hier auch mit dem Messer so theoretisch leichte Strukturen einarbeiten kann. So,
Und da suche ich mir jetzt aus meinem Fundus, den ich hier habe, mal ein Stück raus, was ungefähr der Größe des Bases entspricht. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Und dann gucke ich, wie ich das hier am besten anpassen kann. Ich habe hier diese Wurzel, die soll hier irgendwo so aus dem Boden rauswachsen. Und dann vielleicht um die Ecke. Das könnte ich mir vorstellen, dass ich das irgendwie so setze. Dann kann das nach hier unten auslaufen und hinten auf dem Base, also eher hinten auf dem Base, kann dann das Modell stehen. Vielleicht noch ein bisschen mehr so rein. Ja, so ungefähr. Das heißt, die Korkplatte muss nicht das ganze Base ausfüllen. Es kann auch so ein Hügel sein, dass es zum Rand flacher wird. Ihr könnt natürlich auch komplett einfach die hochsetzen, aber so zu variieren in einer Truppe macht natürlich dann auch Spaß. So, das Einfachste, wie ich jetzt diese Korkplatte anpassen kann, ist, dass ich einfach mal gegen das Base den Druck nehme und einfach mal die Stücke so abbreche. So. Und das ist schon mal ungefähr die Form hat, die ich haben möchte. So, jetzt passe ich das nochmal hier mit der Wurzel an. Das kann hinhauen. Und wenn ich dieses Korkplättchen hier hinten drauf habe, kann ich immer noch problemlos hier den Wraith Blade oder Phantom Droiden drauf stiften. Denn wichtig ist, die Modelle werden hinterher mit einem Metallstift festgemacht, damit sie besser halten. Und da ich mir da jetzt ziemlich sicher bin, dass ich das so machen möchte, nehme ich mir jetzt hier, damit es für mich schnell geht, einfach mal diesen Sekundenkleber hier unten drauf. Dann das Stück Kork oben auf, ein bisschen andrücken. Währenddessen kann ich mir schon mal den Plastikkleber rauskramen. Oh. Und die Wurzel ankleben. Sollte die Wurzel irgendwann zum späteren Zeitpunkt oben auf Kork aufgelegt werden, würde ich das natürlich auch mit Sekundenkleber festmachen. Also das heißt, wenn ich noch mehr aufbaue und die kommt irgendwo hier drauf, dann natürlich mit Sekundenkleber. Hier habe ich die glückliche Möglichkeit, dass ich die Wurzel direkt auf das Base aufklebe. Ihr seht, ich habe hier das schon ein bisschen angepasst, damit ich eine bessere Klebefläche habe. Und werde die Wurzel jetzt einfach mal hier so vorne dran setzen. So. Es werden unter Umständen Lücken entstehen, wie hier diese und diese. Die sind nicht ganz so schlimm für den Anfang, kann ich euch sagen, denn später bei dem Flock werdet ihr sehen, dass viele von diesen Lücken einfach durch den Flock aufgefüllt werden. Und dann gar nicht mehr so prägnant zu erkennen sind. So. Da wir jetzt hier von einer leichten Absenkung sprechen, kann ich mir jetzt das Bastelmesser nehmen und hier vorne von dieser vorderen Kante ein bisschen von dem Kork abschneiden. In einem Winkel, damit es nach vorne ungefähr ein bisschen abfällt. Da ich mir ein großes Stück rausgeschnitten habe, kann ich dieses theoretisch auch weiter wieder verbauen und vorne, um diese Senke ein bisschen weiterzuführen, hier vorne nochmal mit aufkleben. So, da lasse ich auch wieder ein bisschen Sekundenkleber ruhig oben in diese Lücke reinlaufen. Tada! Damit haben wir schon mal erstmal die Grundstruktur unseres Base. Könntet ihr natürlich bei ganz großen Bases auch sagen, ja, ich möchte noch mit mehreren Schichten übereinander arbeiten. Ab so einer Base für einen Phantom Lord zum Beispiel oder die Bases für Ritter. Und dann nehmt ihr euch einfach weitere Stücke und klebt diese hier oben auf und flacht vielleicht auf einer Seite hier so auch das Ganze wieder ein bisschen ab, wie hier vorne.
Und so baut ihr dann so ungefähr eure Gesteinsstruktur bzw. Bodenstruktur ein bisschen auf. Für mich reicht das so, weil ja hier hinten das Modell drauf kommen soll und das dann nicht zu überladen wirken soll. Ich kann jetzt hier noch auf der Seite hinten auch nochmal so kleine Einbuchtung reinschneiden, damit es ein bisschen natürlicher aussieht und nicht alles so scharfkantig ist. Hier unten zum Baserand nehme ich noch ein bisschen was von diesen Fitzeln weg, damit ich dahinter einen saubereren Übergang habe. So. Und als nächstes fehlen eigentlich erstmal nur noch Steine. Steine gibt es natürlich in verschiedensten Gründen. Man kann diese in der Natur sammeln, finden, oder man kann natürlich, wenn man ein Hobby-Nerd ist und genau immer die richtige Steingröße haben möchte, sich welche kaufen. Ich habe zum Beispiel hier so größere Steine von Zeterdes Felssplitter. Die werden für dieses Base jetzt ein bisschen zu groß sein, aber gerade bei größeren Bases kann ich solche größeren Stücke empfehlen. Und ich habe noch von damals das Citadel Under Empire Basing Kit oder Base Gestaltung Set Tiefenreich. Und da haben wir so kleine Dinge drin, so ganz kleine Steinchen. Die haben so eher optisch was von Kies oder Schotter. Das heißt, wenn ihr vielleicht in der Nähe eine Baustelle habt, könnt ihr mal den Besitzer der Baustelle fragen, ob ihr vielleicht so ein bisschen von dem Schotter da abgreifen könnt. Und mit diesem kleinen Steinchen kann ich jetzt hier noch gucken, wo ich auf dem Base vielleicht Steine legen möchte. Ich muss immer im Kopf behalten, hier hinten sollte ich nicht viel hinmachen an Steinen oder hätte auch an Flock, weil hier in dem Bereich wird das Modell stehen. Und um da eine bessere Klebeverbindung zum Base zu schaffen, lasse ich hier relativ die ganze Gestaltung weg. Ich möchte Steine setzen und zwar hier so in dem Bereich da was, da ein bisschen was, vielleicht hier hinten. Dafür kann man das mit Leim machen oder in dem Falle wie ich das tue, um es relativ schnell fertig zu haben, einfach ein bisschen Sekundenkleber drauf und ganz random ein paar Steine von oben drauf fallen lassen. Ja, sieht gut aus. Ruhig ein bisschen mehr, dadurch die späteren Schritte, weil wir auch noch mit Texturfarbe arbeiten, manchmal so ein Stein auch verschwindet. Das heißt, von den vielen, die jetzt hier drauf gekommen sind, kann es sein, dass man hinterher nur noch 3-4 Stück sieht von diesen kleinen Steinchen. Also kann man da ruhig ein paar Steine mehr draufsetzen. Hier vorne die Kante, da setze ich jetzt mal einen gezielten, etwas größeren von denen hin. So, soll da so ein bisschen alleine stehen. Und dann habe ich gesagt, hier hinten kann auch ein bisschen was drauf. Bei Kork ist es natürlich so, der saugt den Sekundenkleber recht schnell auf. Deshalb da ein bisschen mehr drauf. Dann habe ich das mit den Steinen auch schon fertig. Dann habe ich hier noch meinen Pilz. Und meinen Pilz möchte ich, glaube ich, so als kleinen Eyecatcher hier vorne hin kleben. Der ist aus Resin. Also auch da wieder die Sache mit Sekundenkleber. Einmal was drauf. Einmal den Pilz draufstellen. Ein bisschen warten. Und dann kann prinzipiell das Base gut durchtrocknen, weil wir die Vorabgestaltung des Bases somit schon fertig haben. Wenn ich das Modell jetzt mal nehme, würde das hier drauf kommen. Und ihr seht schon ungefähr, in welche Richtung das geht. Ich lasse das Base jetzt einmal gut durchtrocknen, ruhig 12 Stunden oder noch ein bisschen länger. Und dann werde ich es einmal schwarz übergrundieren mit Sprühgrundierung und dann zeigen wir. Dann gehen wir einmal an den Paint Job. Nachdem das Base nun schwarz grundiert ist, gilt es etwas Struktur aufzubringen. Hierzu nutze ich Stirland Mud. Stirland Mud trage ich jetzt mit einem etwas älteren Pinsel oben auf dem Kork auf. Gucke, dass ich da das etwas strukturiert hinbekomme. Also nicht zu dick, sondern ein bisschen, um
um einfach dem Kork diese glatte Oberfläche zu nehmen und das schon mal ein bisschen aufzubrechen. Später kommt ja natürlich auch noch Flock drauf, der das Ganze dann auch nochmal optisch ändert. Aber auch so können wir schon mal mit etwas Strukturfarbe das Ganze auflockern. Wenn Strukturfarbe nicht euer Lieblingswerkstoff ist, könnt ihr natürlich auch diesen Schritt auslassen und stattdessen mit Sand einmal die Base gestalten, also Sand drüber mit Leim und das dann hinterher weiterverarbeiten mit Trockenbürsten. Den Schritt müsstet ihr dann natürlich vor dem Grundieren machen, da ihr wahrscheinlich nicht erst grundieren wollt, dann Sand drauf machen wollt und zuletzt dann nochmal übergrundieren wollt. So, die Strukturfarbe kann auch ruhig ein bisschen mit an den Rand. Das ist überhaupt kein Drama, das bricht dann auch da ein bisschen das Ganze auf. Jetzt ist wichtig, dass ich hier die Strukturfarbe vom Pilz runter mache. Zumindest diese kleinen Sandstückchen hier drin sind. So. Und jetzt nehme ich mir noch mal ein bisschen mehr auf den Pinsel und zupfe das immer hier groß ein bisschen auf immer. So, das sollte prinzipiell so grob schon reichen. Jetzt muss natürlich die Drucktexturfarbe auch erstmal wieder trocknen, bevor wir dann gleich weitermachen können. Nun nehme ich mir Steel Legion Drap und einen Bürstpinsel und trage hier auf dem Base eine erste Schicht auf. Vornehmlich natürlich auf den Stellen, die hinterher auch tatsächlich als Boden definiert sind. Und wie ihr seht, durch die Texturfarbe, die wir hier aufgetragen haben, bildet sich schon mal schön eine Untergrundstruktur. So. Und wiederholen diesen Schritt dann auch noch einmal mit Ruckers Flash. Das ist so bei Lehm und natürlichem Boden die Go-To-Kombination, die ich prinzipiell einsetze. Ruckers Flash natürlich hier etwas spärlicher, nicht ganz so doll, damit man auch noch was von dem vorher aufgebürsteten Steel Legion Drap sehen oder erahnen, zumindest erahnen kann. So, diese Kante hier hinter dem Pilz, die sollte etwas scharfkantiger betont sein. Genauso wie diese auf der Seite. Und vielleicht hier hinten so ein bisschen. So könnt ihr natürlich durch das stärkere Aufbürsten der Farbe auch noch mal ein bisschen mehr Struktur ins Base bekommen oder auch sogar die Aufmerksamkeit von einigen Stellen weglenken. Gut, nachdem das fertig ist, blocken wir jetzt erstmal alle Farben, die noch so auf dem Base sind, aus. Da brauche ich dann einmal Ashen Gray. Ashen Gray ist die Grundfarbe für die Steine. Diese werden in unserem Beispiel, wie ihr am Anfang gesehen habt, nämlich sehr hell grau
schon, also prinzipiell schon fast weiß. Und hier blocke ich ganz einfach die Steine aus. So viele habe ich ja nicht davon. Dann der nächste Schritt sind die. Nein, ist nicht der Ast, ist der Untergrund, der Stängel und das, die Unterseite der Kappe des Pilz. Hierfür nehme ich als Grundfarbe Steel Legion Drab. Das ist auch ganz einfach eben aufgetragen. So. Danach brauche ich einmal Dryad Bark für die Kappe. Die arbeiten wir über dieses Rot-Braun nach oben und beginnen hier natürlich mit einer soliden braunen Tönung. Damit das hinterher vernünftig aussieht. Und dann bleibt noch die Wurzel. Ich bevorzuge so ein leichtes, ja, gräulich beige, beziehungsweise beigelich grau, das Stormworm in Feuer ist. Um das auch so ein bisschen homogen mit der Base zu verbinden, allerdings auch nochmal einen Unterschied zu schaffen zu der Farbe, in der die Bases bemalt sind. Und dieses Storm Vermin Fur trage ich jetzt einfach in zwei Schichten auf der Wurzel auf. Und im Anschluss nehme ich mir Agrax Earthshade Soft Tone und ziehe diesen einmal in einer dünnen Schicht komplett über das Base. Wie ihr shadet, wisst ihr ja wahrscheinlich schon. Das ist eine Technik, die man relativ früh am Anfang lernt. Das zeige ich euch in diesem Tutorial jetzt ausnahmsweise mal nicht. Das mache ich gleich abseits der Kamera. Denn hier bei dem Base müsst ihr ja auch nicht ganz so doll darauf achten, dass sich keine Pools bilden. Denn an manchen Stellen gibt das der Base nochmal eine etwas natürliche Struktur, wenn sich da der Farbton ändert. Deshalb könnt ihr da einfach frei drauf losschäden. Nur natürlich auch nochmal der Satz dazu, darauf achten, dass es nicht zu dick ist. Wir wollen nämlich den Shade haben, dass der eine Struktur erschafft, beziehungsweise die vorhandene Struktur aufgreift und etwas prägnanter hervorhebt und nicht das komplette Base ertränkt mit seiner Dunkelheit, die der Shade erbringt. So, das Stormvermin Fur darf jetzt einmal trocknen. Dann kommt der Agrax Earthshade Soft Tone drauf, nochmal erwähnt. Agrax Earthshade Softtone ist ein 50-50 Mix aus Lamihen, Medium und Agrax Earthshade. Und wenn das fertig ist, dann machen wir schon mal den Paint Job an dem Base fertig. Nun, nachdem der Shade nahezu trocken ist, nehme ich mir noch einmal Rakath Flash zur Hand. Dieser Schritt ist optional gedacht, wenn ihr zum Beispiel auf dem Boden noch einige Stellen etwas mehr hervorheben wollt, könnt ihr dem noch ein bisschen mehr Trockenbürsten verpassen. Ich wähle hier vorne diese Kante zum Beispiel. Hier diesen, nennen wir es mal Aufweg. Die Kante auf der Seite, die ich eigentlich eben auch schon ein bisschen mehr mit Trockenbürsten bedacht habe. Die bekommen hier auch noch mal etwas mehr ab. So, das sind echt Mini-Nuancen.
Da brauche ich gar nicht viel machen. Als nächstes nehme ich mir den Ast, so die Wurzel vor. Dann nehme ich mir nochmal Storm Vermin Fur. Ein bisschen auf den Bürstpinsel. Und arbeite jetzt hier gegen die Strukturen mit dem Bürstpinsel die Farbe auf. Um dem Ganzen ein bisschen mehr Struktur zu geben. Und auch den etwas verwitterten Effekt vielleicht darzustellen, da diese Wurzel ja gegebenenfalls schon länger da wächst. Oder wenn es jetzt ein umgefallener Baum ist oder Äste, die von einem Baum abgefallen sind, dann ist es ja auch so, dass die gegebenenfalls schon etwas länger da liegen. So, das ist der erste Schritt. Um dem Ganzen etwas mehr Tiefe zu geben, greife ich jetzt zu Dawnstone. Bürste das ebenfalls auf. Hier achte ich allerdings jetzt darauf, dass ich eher nur die oben liegenden Passagen damit bürste, damit man hier auch direkt etwas mehr Tiefe reinbekommt. Und als letztes nutze ich nochmal einmal Administratum Grey, ein bisschen, um vielleicht hier gerade am Ende dieser Wurzel, dieses Astes, noch die höchsten Passagen, die prägnantesten Stellen nochmal zu erwischen. So, das war die Wurzel zunächst. Jetzt muss ich mal schauen, was machen wir jetzt? Ach, wir machen direkt mit der Wurzel weiter, dann ist die fertig gleich. Wir nehmen uns einmal Athonian Camo Shade und nutzen den als Lasur. Kleineren Pinsel und hiermit trage ich den Athonian Camo Shade jetzt eher so auf die untere Seite dieses Astes auf, um so schon mal ein bisschen dieses Ansiffen und Verwittern und von Moos befallen schon mal darzustellen, beziehungsweise den durch Flock hinterher erzeugten tatsächlichen Moosbefall schon mal auch farblich als Untergrund vorzubereiten. Und das trage ich in dünnen Schichten auf, dass die wieder relativ schnell getrocknet sind und ich dann auch weiterarbeiten kann. Und trage so viel davon auf, wie ich meine, dass es gut aussieht. Hier im hinteren Bereich werde ich etwas mehr auftragen, weil dort diese Wurzel aus einer Moosschicht heraus wachsen soll. Also macht es natürlich Sinn, wenn es da schon etwas überwucherter befallen und mit Moos bedeckt ist. So. Während das trocknet, kann ich mich um weitere Details kümmern. Und zwar fange ich an mit dem Stängel des Pilzes. Dann nehme ich mir nochmal Steel Legion Drap zur Hand und ziehe hier so kleine Linien hinunter. So. Dies wird gefolgt von Karak Stone, mit dem ich diesen Schritt nochmal wiederholen kann. Allerdings diese Akzente dann eher an den Stellen setze, die mehr dem Licht zugewandt sind. Struktur kann ich da ein bisschen bedenken. So. Und zu guter Letzt nutze ich noch einmal Ushabtibone
um diesen Schritt noch ein letztes Mal zu wiederholen. Hier setze ich diese Linien, aber wirklich nur außen und gehe auch nicht in die Lamellenstruktur hinein. Nun gehe ich an die Kappe des Pilzes, da nehme ich mir Dryad Bark und ziehe Linien von oben an der Spitze der Kappe nach unten zum Rand. Und dazwischen lasse ich immer mal ein bisschen was frei. Danach gehe ich einmal hier unten, um einen sauberen Abschluss zu haben, um den Rand herum. Das sieht man vielleicht bei dem Braun jetzt noch nicht ganz so gut, aber sobald ich jetzt mit der nächsten Farbe loslege, solltet ihr das sehen. Dafür nehme ich mir einen etwas feineren Pinsel als nächstes und nehme mir die Farbe Dumble Brown zur Hand. So, noch hier ziehe ich wieder Linien von oben, von der Spitze nach unten. So eine Struktur zu erzeugen, damit das nicht unbedingt nach einem Plastikpilz aussieht, sondern nach etwas, was gewachsen ist. Ihr könnt natürlich hier auch mit einem knalligen Rot arbeiten, einen Fliegenpilz machen oder die Kappe auch direkt so beige malen. Oder schwarz-braun, um eine Art Stinkmorchel daraus zu erzeugen. Ich persönlich mag dieses leicht rot-braune. Und nochmal so einen ganz minimalen Komplementärkontrast zu dem hinterher grünlichen Flock zu wählen. Jetzt nehme ich mir als nächstes hier im nächsten Schritt Tusk Gore Fur. Hier ziehe ich diese Linien eher im unteren Bereich des Pilzes. Wobei auch hier ihr immer mal von Pilz zu Pilz auch variieren könnt, wenn ihr nicht alles gleich aussehen haben wollt. So. Auf der Rückseite ist es ein bisschen stärker, weil es auch da bis nach oben geht. Dann ziehe ich nochmal mit dem Tusk Gore Fur hier unten. Am Rand ein paar ganz kurze Linien ein. Prinzipiell kann das unser Pilz sein. Um das Ganze abzuschließen, nehme ich mir aber nochmal Reikland Flash Shade und ziehe diesen auch eher wie bei dem Ast eben einer Lasur ähnlich über die Kappe des Pilz mit dem Pinsel, um die Farbe noch etwas rötlich abzuändern und auch nochmal die verschiedenen Farbschichten, die wir aufgetragen haben, so ein bisschen mehr ineinander verschmilzen zu lassen. Dann bleiben nur noch die Steine über, bevor wir gleich endlich mit dem Flock loslegen können. Dafür nehme ich mir erstmal wieder Ashen Grey und arbeite hier eine große Fläche auf den Stein jeweils wieder aus, der nach oben in Richtung Lichtquelle zeigt.
Diesen Schritt wiederhole ich jetzt als nächstes etwas weniger mit Dawnstone. Und ihr könnt prinzipiell zwischendrin auch aufhören, wenn euch die Steine hell genug sind. Ihr müsst sie nicht, wie ich es jetzt hier mache, fast ins Weiß ziehen. So, mit dem Dawnstone greife ich schon wieder etwas mehr die Struktur auf, die der Stein mir gibt. Und lasse auch ein paar der etwas tieferen Stellen in dieser Struktur einfach in dem Ashen Gray durchscheinen. Das kann man recht, um einen Anglizismus zu benutzen, random machen, da Steine in der Natur natürlich auch sehr willkürlich gemasert, gemustert und gebrochen aussehen. Natürlich gibt es ein physikalisches Schema, wenn sie in einer bestimmten Art fallen, wie sie dann wahrscheinlich brechen. Also in Relation zum Boden und so weiter. Aber das ist, glaube ich, hier nicht so von Relevanz. Wir machen das einfach so, dass es relativ natürlich aussieht. So, der nächste Schritt ist Administratum Gray. Hier ebenfalls wieder die Strukturen aufgegriffen. Je heller das Highlight wird, desto schneller seid ihr damit auch fertig. Und ich wähle hier bei meinen Bases gerne noch Palette Witch Flash als letzten Akzent. Damit ist das Base nahezu fertig. Das letzte, was jetzt nur noch fehlt, ist der Base-Rand. Und wenn der bemalt ist, dann können wir mit Flock und Tufts beginnen. Denn ich bemale den Base-Rand immer gerne vorher. Sollte nämlich jetzt gleich bei den Flock-Sachen ein bisschen was von einem Flock an den Rand kommen und ich den danach erst bemalen, habe ich dann hier so unschöne Erhebungen möglicherweise drauf. Deshalb ist immer zu empfehlen, den einmal vorher zu bemalen. Hierfür nehme ich mir in meinem Fall ganz einfach The Riot Bark, da ich persönlich diese dunkelbraunen Base-Ränder am liebsten mag bei allen meinen Miniaturen. Hier steht euch natürlich auch frei, andere Farben zu nehmen. Wenn ihr zum Beispiel jetzt hier statt dem grünen Flock, was ich jetzt drauf mache, sagt auch, nee, ich möchte das eher winterlich haben, ich möchte eher über diesem ersten Flock, was gleich drauf kommt, Schnee drüber haben, wäre es vielleicht, glaube ich, auch ganz cool, wenn ihr den Base-Rand daran anpasst, vielleicht in ein dunkles Grau. Oder vielleicht habt ihr auch ein Schema, um Einheiten zu unterscheiden oder Detachments, wenn man jetzt mal bei Warhammer 40.000 guckt, Detachments zu unterscheiden und dann das eine Detachment hat die Farbe, das andere hat die Farbe, das eine ist rot umrandet, das andere ist blau umrandet, dann wählt ihr einfach die Farbe, die euer Base-Rand sein soll, lasst das gut durchtrocknen und dann geht's mit dem Flock weiter. Nun kommt der spaßige und teilweise auch etwas zeitaufwendige Schritt dran, das Flock. Zunächst muss ich erstmal feststellen, wo werde ich hinterher im Base das Loch reinbohren, um zu stiften. Das wäre jetzt hier, ganz klar, irgendwo da oben drauf in der Mitte. Und an dieser Stelle, wo der Stift reinkommt, solltet ihr wenig bis kein Flock aufbringen, damit besser die Verbindung zwischen Miniatur und Base geschaffen werden kann. Der Rest steht frei für eure Kreativität, euch auszutoben. Wir beginnen mit einer unteren Schicht, das ist hier das
Dirt Flock Foundation. Dieses nutze ich als untere Schicht für die normale moosig-grasige Beschaffenheit und auch für das Moos am Baum. Dafür trage ich ganz simpel einfach Holzleim auf. Moment, das muss ich auch schon einmal aufmachen. So. Also ich trage einfach ganz simpel Holzleim auf, da wo dieses Moos hin soll. Und kann auch so theoretisch so ein paar Unebenheiten im Base noch negieren und verschwinden lassen. Zum Beispiel ein großer Punkt ist ja hier hinten diese Lücke, die wir gelassen haben. Die kann ich nahezu ungeschehen machen, indem ich hier ausreichend Leim auftrage, dass sich dann hier schön das Flock reinsetzt. Am Baserand solltet ihr dann den Leim natürlich wieder abnehmen. Da hat er nämlich nichts zu suchen. Und hier unten unter der Wurzel ist natürlich auch eine perfekte Stelle, wo viel Moos wachsen würde. So. Vielleicht auf die Seite hier noch ein bisschen was. Dann, wenn das soweit fertig ist, könnt ihr jetzt das Flock nehmen und einfach vorsichtig ein bisschen was draufstreuen. Dieses grünliche Flock fällt auf dem braunen Boden kaum auf, was aber nicht so schlimm ist, weil es hier ja einen doch recht angenehmen Übergang zwischen dem braunen Boden und dem hinterher heller grünen Flock, was noch kommt, schafft. Was wir ja quasi auch mit dem Flock so optisch hervorrufen wollen. So, nachdem das einmal drauf ist, kann ich den Rest abklopfen, einmal pusten und dann sieht das Ganze schon mal so aus. Jetzt könnt ihr, wenn ihr damit noch nicht zufrieden seid, noch mal ein bisschen nachbessern. Also wenn ihr vielleicht einige Stellen noch etwas mehr ausarbeiten wollt und noch etwas mehr von dieser moosigen Struktur sein soll, könnt ihr die jetzt noch mal mit Leim benetzen. Wiederholen. Wie das so ist mit Bastelleim, müsst ihr natürlich jetzt entsprechend warten, bis der getrocknet ist und dann wird weiter geflockt. Hier hilft auch bei Leim eine warme Lampe, also packe ich das Ding mal kurz unter meine Wärmelampe. Nach einer Trocknungsphase, die ich aufgrund der Videoaufnahmen hier etwas kürzer halte, geht es weiter mit dem nächsten Flock. Soll heißen, ihr seht jetzt hier noch den Leim etwas weißlich, der sollte bei euch dann mittlerweile farblos ausgetrocknet sein. Ich nehme jetzt die nächste Schicht Flock, dafür trage ich wieder etwas Leim auf. Gerne an den Stellen, an denen ihr schon etwas Moos unten aufgetragen hattet, aber auch ein bisschen über diese Stellen manchmal hinausgehend, um auch hier eine etwas natürlichere Struktur zu erzeugen. Nutze ich das Flock Spring Undergrowth. Und streue dieses hier auf. Ich gehe erst ein paar Mal hier durch, um
um so ein bisschen eine Trennung zu schaffen von dem größeren und feineren Flock, was hier in dieser Dose drin ist, nehme mir eher ein bisschen mehr von dem feineren und träufle das jetzt hier, wie mit einer Prise Salz beim Essen machen, so ein bisschen hier drüber. Überschüssiges natürlich ab. Hab wieder ein bisschen daneben gesaut, wie immer. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, das trocknen zu lassen oder direkt weiterzumachen. Ich mache direkt weiter aufgrund der Videoaufnahme. Nehme mir wieder etwas von dem Leim. Trage den diesmal eher als dickere Pfützen auf. Zum Beispiel so. Und überall, wo ich den jetzt aufgetragen habe, kann ich von dem Spring Undergrowth die etwas dickeren Flockstücke, die sich jetzt hier glücklicherweise am Rand gesammelt haben, so ein bisschen wie dickere Büsche auftragen. Das mache ich dann auch gezielter. Nehme ich ein bisschen was von diesem dickeren Material, nehme und gezielt auf die Stellen aufdrücke. Und dann habe ich gesehen beim Tabletop Basement, meine ich war das, dass man das Ganze danach auch nochmal mit Sprühkleber fixieren könnte. Das mache ich nicht. Ich lasse das dann so. Aber falls ihr das auf jeden Fall noch etwas fixieren wollt, macht ihr noch ein bisschen Sprühkleber drauf, dann sollte das bombenfest halten. So. Vorsichtig mal gepustet, ob da noch was abgeht. Und dann sind wir mit dem Flock fertig. Und zu guter Letzt fehlen noch ein paar Tufts. Dann nehme ich mir hier von verschiedensten Herstellern welche. Ich weiß schon gar nicht mehr, von wem ich die alle habe. Suche mir hier ein, zwei Tufts, je nach Basegröße, raus. Zum Beispiel ein bisschen zu groß. Aber hier könnten sogar schon fast drei drauf, wenn ich das so sehe. Eins hier vorne, eins hier hinten. Eins da an der Seite noch. Versuchen wir es mal. So, für die Tufts nehme ich mir Sekundenkleber. Trage diesen hier auf. Nehme mir dann meinen Tuft und stopfe das dann einfach da rein, wo ich den Sekundenkleber hingemacht habe. So, dann könnte ich das andere große da hinsetzen. Auch ruhig ein bisschen die Tufts mit dem vorher aufgetragenen Flock schon kombiniert. So. Und das eine übergebliebene könnte ich vorne noch neben den Pilz oder hier hinten irgendwo rausgucken lassen. Ich glaube, da wäre, glaube ich, ganz cool. Ja, das mache ich jetzt einfach mal ganz intuitiv. Da was hin. Von dem Sekundenkleber. Dann das
Taft, was sich gerade wehrt. Na komm. So. Und einfach mal in diese Stelle reingedrückt. Und das Ganze muss natürlich jetzt noch gut austrocknen. Ihr habt das fertige Base ja schon am Anfang gesehen des Videos. Deshalb wisst ihr ja schon, wo die Tafts überall hingekommen sind und wie das aussieht. Und wenn ihr das nacharbeiten wollt, könnt ihr das gerne tun. Könnt ihr auch gerne ein Foto von euren natürlich wirkenden Bases posten. Da würde ich mich sehr freuen. Und wenn es dann hinterher darum geht, die Miniatur aufzukleben, werde ich mir hier mit einem Bohrer ein Loch durchbohren, einen kleinen Drahtstift, der auch dann zum Beispiel hier bei dem Druiden, für den die Base ja ist, der das dann hier so durchgeht, durch den Fuß und das dann da verbindet. Ich drücke den jetzt mal nicht so fest an, weil der Leim noch nicht hundertprozentig trocken ist und ich keinen Leim an der Miniatur haben möchte. Aber da wird dann dieser Phantom-Druid über diese Lichtung durch das Gras schreiten. Ja. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr das Ganze nachturnen wollt, macht das gerne. Schreibt mir und schickt mir von mir auch Fotos, wie das bei euch aussieht. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt oder nochmal Nachfragen habt, auch ruhig alles raus damit. Und wir sehen uns dann im nächsten Mamtu wieder. Oder wenn ihr direkt vom Maltisch am Mittwoch zuschaut, geht's zurück an den regulären Maltisch.